Willkommen zu einem neuen Video von Momo Kalle. Ich stehe wieder mal in der Küche. Heute werde ich wieder mal kochen. Heute gibt es asiatisch. Nicht jetzt sofort. Und zwar gibt es andere Pflichten, wie Medina jetzt Mittagsschlaf legen und Marian die Windel wechseln zum Beispiel. Solche Pflichten. Wir haben hier Kinder, ihr dürft das nicht vergessen. Danach müssen wir noch einkaufen. Obwohl, haben wir die Sachen alle zu Hause? Nein. Wir müssen trotzdem einkaufen. Danach, Leute, geht's für mich zum Berber, weil, schaut mal, wie ich ausschaue. Bitte, 17 Tage Bart, Seiten sind länger als da oben. Ich muss irgendwas machen, damit ich ein bisschen gepflegt ausschaue. Deswegen geht's jetzt mal mit der ersten Aufgabe. Medina, hadi. Tamam. Wow. Baba Busse. Ah! Oh, wie die da Ohr habt. Wir sind schon im Aufzug und gehen auch einkaufen. Medina hat circa so eine Dreiviertelstunde geschlafen. Ich habe auch mitgeschlafen, Leute. Ich war auch müde. Und jetzt geht's schnell in Asiamarkt. Was haben wir verpasst? Waren wir... Es ist so Schnee, Hagel, man weiß nicht. Ist auf einmal passiert, Leute, wirklich so. Das ist so. Langsam ist es rot. Ja, aber es ist voll blöd jetzt, weil ich sehe die Bodenmarkierungen nicht. Können wir überhaupt weiterfahren? Wieso? Aha, unschön, er hat Spaß. Fetz uns Oha, ab. Aha, unschön. Fetz uns ab, Junge. Fetz uns ab. Leute, was ist los? Was haben wir verpasst? Waren wir... Es ist so Schnee, Hagel, man weiß nicht. Ist auf einmal passiert, Leute, wirklich so. Das ist so... Langsam ist es rot. Ja, aber es ist voll blöd jetzt, weil ich sehe die Bodenmarkierungen nicht. Sorry. Alter. Sorry, sie sieht die Bodenmarkierungen nicht. Können wir überhaupt weiterfahren? Wieso? Aha, unschön, er hat Spaß. Fetz uns Oha, ab. Urschön. Fetz uns ab, Junge. Das ist unser Shop, Leute. Malika ist schon drin. Leute, das. Das sind die schärfsten. Die da sind krank. Die sind sehr gefährlich. Heute für unser Abendessen brauchen wir. Welche Nudeln brauchen wir? Diese. Leute, es sind diese Nudeln. Boah, Kneif, Perlnudels. Okay, Medina, Augen hoch, cool. Wir sind jetzt Hofer, das ist da in der Nähe bei meinem Friseur und jetzt kaufen wir noch ein, zwei Kleinigkeiten von da. Wir kaufen eh nicht so viel, nur ein, zwei Sachen. Leute, da ist der meine Haare schneiden wird. Schaut ihn an. Gefährlicher Junge. Ich schau wieder anders aus, oder? Oder findet ihr nicht? Er konnte nicht auf Super machen, weil es ist noch nicht verletzt, aber es ist noch leicht rötlich und ich habe Angst, dass irgendwas passiert. Deswegen habe ich gesagt, mach normal mit der Maschine. Aber was sagt ihr? Ich bin schon glücklich. Ich schau fresh aus, Bart weg. Ich bin ein bisschen sauberer geworden. Clean, einfach clean. Malika ohne Wimpern. Morgen ist es soweit, morgen wird sie Wimpern machen. Aber heute hat sie keine mehr. Letzte Sekunde noch Aktion ergattert. Getränke, Part, letztlich Einkäufe. Wir sind halt wieder was getrunken. Wir sind am Arsch. Wir sind am Arsch, Leute. So, jetzt schaut es jetzt. Medina, Gericol. Gericol, Brack. Brack, gell? Medina, warum dann? Evde war. Das ist eine Falle hier. Ich stehe wieder mal in der Küche. Es geht los. Heute sind wir ein bisschen spät dran mit Abendessen. Aber egal, wir geben trotzdem Vollgas. Wir haben in Insta, beziehungsweise Malika hat in Insta so die letzten Tage einfach voll asiatisches Essen abgefeiert. Und heute machen wir was Einfaches. Wir machen so Spicy Peanut Nudeln. Die sollen angeblich heftig schmecken, Leute. Und die schauen auch heftig aus. Das ist mein Ja, For das you. Ist ja ablaufen. Deswegen Mo muss mir das alles Deswegen kochen. Machen wir asiatisch Food Blog einfach. Und deswegen könnt ihr auch gleich abonnieren. Die nächsten Rezepte werden rasieren. Auf jeden Fall, wir fangen an.
Es gibt Nudeln mit Erdnusssoße und ein bisschen Chili. Wir haben so extra Kneif-Pair-Nudels gekauft. Was sind das genau? Keine Ahnung. Nudeln, die einfach so ausschauen. Ja. Ihr könnt aber jede beliebigen asiatischen Nudeln nehmen. Ihr könnt verwenden, was ihr wollt. Wie viel haben wir rein? Ich habe schon sehr Hunger. Also für mich 3. Echt? Für mich auch 3. Und Medina kriegt normale Fusilli, weil die Nudeln werden auch gleichzeitig scharf sein. Also haben wir die auch da? Ja, ja. Sehr einfaches Gericht eigentlich, weil hier muss man nur die Nudeln aufkochen und einfach warten. Wie lang circa? Bis die al dente sind, das merkt man. Das. Aber bei Asiennudeln ist das innerhalb von 5 Minuten. Ja, das kann schnell gehen. Das ist schon so gut wie fertig eigentlich. Und schau. Ah. Oh, wenn, oh, das ist vorhin übergelaufen. Nein, nein, nein. Du hast keine Beweise. Leute, das ist die Mischung jetzt. Da haben wir einen Löffel Zucker, so ein bisschen von Sojasauce, dann auch ein wenig von Vinaigresauce. Essig, chinesische Reisessig. Dann haben wir Chilisauce auch reingeben und unser Hauptmittel, Erdnussbutter. Auch so ein Esslöffel circa. Oder wie viel ihr halt möchtet. Das schaut so aus. Cremig. Und danke, Medina, fürs Licht und Ausschalten. Leute, danach haben wir nichts anderes gemacht, außer zu vermischen. Jetzt schneide ich die Jungzwiebel hier noch. Das kommt dann so drauf. Und ein bisschen Chilisauce kommt auch noch drauf. Dann sieht das heftig aus. Das ist eine Portion, das ist die zweite. Das gehört noch gemischt. Nur Mariam hat ein bisschen Hunger jetzt. Und Medinas Essen müssen wir auch noch machen. Medina wartet die ungeduldig. So sehen die Nudeln jetzt aus. Einfach krank. Ich glaube, wir haben ein bisschen was falsch gemacht. Ne? Ich glaube, bei den Nudeln haben wir eine Kleinigkeit. Aber es schmeckt heftig, Leute. Es wird gegessen. Medina hat was anderes, weil das ist leicht scharf. Es schaut jetzt nicht so appetitlich aus, weil wir schon durchgemischt haben, aber... Es schmeckt gut. Es schmeckt richtig gut. Also, und das geht relativ schnell. Deswegen gönnt euch das. Diese Nudeln sind echt lecker. Aber ich muss ehrlich sein, Leute. Die waren echt gut, aber ich glaube, bei Nudeln habe ich was falsch gemacht. Ich habe es nicht gut abgeschreckt. Wir haben es zwar fertig gegessen, aber es war gegen Ende nicht mehr der Knaller. Die Nudeln waren noch komisch. Und das war eindeutig mein Fehler, weil ich es nur kurz abgeschreckt habe. Macht es einfach nach, schreckt die Nudeln gut ab, dann werdet ihr verstehen, was ich meine. Wenn ihr euch das Video bis hierhin gegeben habt, könnt ihr mit Nudeln kommentieren und mich glücklich machen, indem ihr ein Like hinterlässt. Weil ich bin, wie ihr sehen könnt, mit Mariam hier am Chin und zweifacher Vater. Ein Like schadet nicht. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Das war's von Momo Kalle.